Fest gibt es Asylantrag der Familie Slivovic und ist es aber gar keiner da. Demzufolge kann ich jetzt keine Entscheidung fällen und es wird eine formelle Entscheidung wird abgelehnt. Im nächsten Herbst allerdings sind die wieder da und beantragen wieder neu. Das ist also das führt dazu, dass wir diesen irrsinnig hohen Antrag formeller Entscheidung haben. Diese Leute die kommen überhaupt nicht. Eine ganz kurze Frage. Ja. Wird das nicht erfasst? Also wenn die Antrag gestellt haben, dass sie es nicht 3-4 Mal machen können? Okay, dann hier muss ich jetzt mal reingehen. Das wird teilweise erfasst, teilweise hat man es wieder sein gelassen. Warum? Andere Kommune. Bitte? Andere Kommune. Nein, weil es, das ist ein schwieriger Antrag, am Individualrecht des Artikel 16a. Es kann ja sein, dass jemand zum Beispiel aus Serbien kommt, ist dort politisch verfolgt, es gibt unser Freiheit, der kann es überhaupt nicht belegen. Ihm glaubt kein Mensch. Und wir führen ihn zurück und ihn wieder zurück. Und 3 Monate später wird er genau überfallen von den Scherben, wird niedergemacht, kommt an und fliegt wieder nach Deutschland zurück, und guckt mal, was passiert ist. Ich bin wirklich politisch verfolgt. Also die Tatsache, das ist mal vor einer anderen Zeit abgelehnt worden, dass es abgelehnt worden ist, ist kein Grund, dass man sich wieder neu stellt. Das kann man registrieren oder nicht registrieren. Das ist völlig egal. Es können inzwischen sich neue Umstände ereignet haben, die das auch begründet haben. Das gibt es nicht. Ist das der Asyltourismus, nennt man das so? Das ist eher das, was die Serben gemacht haben. Das ist der Asyltourismus. Das ist auch Tourismus hier. Was insbesondere von meinem Lieblingsvolk gemacht wird, in Skipitaren. Albanien und Kosovo. Ich empfehle dringend, Karl May zu lesen, wie das Land ist. Diese Situation hat sich jetzt aktuell insofern geändert, als wir einen extremen Zuwachs haben an Menschen. Jetzt haben die Daten das zusammengezählt und die muss man quasi davon abzählen. Da steht oben drüber davon Asyl. Der Antrag der Asylberechtigten ist zurückgegangen auf nur noch 0,9%, der Gewährung von subsidiärem Schutz auf 0,7% und des Abschiebungsverbotes ebenfalls. Aber der Anteil derjenigen, die eine Flüchtlingsberechtigung haben, also diese 37,6 minus 0,9, ist extrem angestiegen. Das ist eine Verschiebung. Das hatten wir uns schon einmal mit diesem sehr hohen Anteil von Flüchtlingen, und zwar zur Zeit des Jugoslawienkriegs. Das ist eigentlich nichts Besonderes, dass das mal auftaucht. Das ist in besonderen Kriegssituationen. Sehen Sie im Jahr 2000, das war ebenfalls, denke ich, sogar noch höher. Deshalb haben wir hier eine besondere Akutsituation, um das Ganze nicht zu sehen. Ihnen genauer klar zu machen, habe ich das einfach mal addiert. Und wenn Sie gleich in die rechte Spalte dort gehen und sich angucken, die Summe von 2013 bis die neuesten Zahlen, die vorliegen, also bis September 2015, oben addiert alle Anerkennungen eines Flüchtlingszustands und unten addiert alle Ablehnungen, so können Sie, wenn Sie vielleicht irgendwo an Ständen arbeiten, mit Leuten zusammenkommen, argumentativ, einfach über den Daumen umhalten, die Äußerung tätigen, mit der Sie am wenigsten falsch machen, indem Sie sagen, 1/3 derjenigen, die kommen, sind Berechtigte, 2/3 sind unberechtigt. Das ist also ganz grob aus den Zahlen heraus so zu sehen. Eine kurze Zwischenfrage. Wissen Sie, wie festgestellt wird, ob die Syrer auch wirklich Syrer sind und nicht vielleicht Marokkaner, Jordanier, Libanesen? Sie verführen mich. So eine Geschichte zu erzählen, nur zu lieber nicht tun. Sagen Sie mir das hinterher nochmal, sonst komme ich da durch. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Syrer gar keine Syrer sind. Das ist noch nicht schlimmer. Natürlich passt verloren, so schnell geht das, ne? Das ist noch viel schlimmer. Nächste Mal? Ja. Okay. Ich stelle fest, ich brauchte eine kleine Pause.
Darf ich die haben? Ja, sicher. Für die Raucher 10 Minuten oder wie lange? Maximal, also.